Moin zusammen und willkommen zu Dark Souls Remastered. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gibt es hier, wie es scheint, keine Titelmusik. Das finde ich ein bisschen awkward. Deswegen würde ich sagen, ich gehe relativ schnell in die Charaktererstellung. Kurze Info, ich hatte hier schon mal einen Charakter... Stimme muss eh machen. Ich hatte schon mal einen Charakter erstellt, um ein paar Einstellungen zu machen. Jetzt ist auch Musik da. Im OBS. Mehr nicht. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich kenne dieses Spiel nahezu gar nicht. Im Sinne von, ich habe es gekauft damals, als ganz neu war. Da war das noch mit Games for Windows. Und ja, ich habe es nur bis zu den Gargoyles geschafft. Also ich kenne so ein bisschen diese komische Festung da und das war's. So, das erstmal dazu. Das bedeutet, ich gehe hier rein gänzlich uninformiert. Ist aber nicht schlimm. So, erstmal muss ich einen Namen... Charakternamen eingeben. Habe ich vor. Wollte der nicht? So. Und weiter geht's. Oder... Hä? Was kann ich denn jetzt machen? Anpassen. Ach so. Hä? Ich raff's nicht. Ja. So. Ah, okay, jetzt funktioniert's. Okay, also männlich. Klasse. Ach, jetzt steht da, was er macht. Gut, ich bin ein Bettler. Nur mit Keule und Holzschild bewaffnet. Alter, ist der bufft. Ein Kleriker. Führt Keule und wirkt Heilwunder. Wäre gar nicht schlecht. Pyromant. Hä, gab's früher nicht irgendwie nur drei Klassen oder so? Ich habe keine Ahnung. Zauberer, Jäger, Bandit, Dieb, Vagabund, Krummsäbel und hohe Geschick. Hohe kritische Treffer hat Generalschlüssel. Oh, der hört sich gut an. Krieger, hohe starke Beweglichkeit, hohe Vitalität, solide Rüstung. Also ich finde eigentlich den Dieb bisher am coolsten, weil er einen Generalschlüssel hat. Schuldgeplagter Dieb. Also wir waren ja Bandit in Gothic, sind zwar dann Söldner geworden, aber ich würde sagen, wir können auch einfach mal einen Dieb machen. Man kann eine Gabe auswählen. Weißen Pfahl, das heilt jegliche Verletzung. Explodiert beim Aufprall, das ist eine schwere Feuerbombe. Menschlicher Rest. Hä? Ach, warte mal. Amulett ohne Wirkung, aber wertvoll auf mühsamen Reisen. Generalschlüssel habe ich ja schon. Grundausrüstung, aha. Verstärkt Pyromantie. Gewährt kleine Zunahme von TP, wenn ausgerüstet. TP sind? Wahrscheinlich Trefferpunkte. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen was. Wir nehmen das Fernglas, das ist cool. Figur? Dünn, normal, gespenstisch, kräftig, dick. Bitte was? Also man... Kopflastig. Wie cool ist das denn? Kleinköpfig. Ich würde einfach mal sagen, wir machen den dünn. So, eine Frisur. Ich habe keine Ahnung. Geheimratsecken, kahl rasiert. Nehmen wir das da. So. Einfach dunkelbraun. Gut. Ich denke, dann sind wir fertig, ne? Aber ich bin noch fertig. Ach, Gesicht kann man noch anpassen. Bürger. Ne, wir sind Bürger. So. Perfekt. Ja, wir machen den Dieb. Hätte ich jetzt gesagt. Mit den Generalschlüssel halt cool. Ich hoffe, dann kann den häufiger benutzen. Und, dann starten wir rein. Ist das ein Video? Of course, light
From the dark, they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scales betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ich denke, das Video ist jetzt vorbei. Jetzt geht's ins Intro. Sehr gut. The dark sign brands the undead. Okay. Ich habe mich erst gefreut, falls wo. The undead are corralled and led to the north. Okay. Where they are locked away to await the end of the world. Starten wir. This is your fate. Oh. Ah. Aha. Da ist ein Ritter. Okay. Also. Ich habe 10 Minuten gespielt. Nicht heute, sondern vor knapp 2 Monaten. Ich muss erst noch so ein bisschen reinkommen. Leiche plündern. Nice. Nachricht lesen. Vorne. Hä? Und was ist... Kann ich das... Hoppala. Ah ja, okay. Vorne. Ja, ja, das habe ich gelesen. Was ist mit der anderen Nachricht? Auch vorne. Zweite Nachricht. Toast? Hä, was ist das für eine Nachricht? Naja, gut.
Ich hatte mich am Anfang jetzt gerade kurz gefreut. Ich dachte, oh, da kommen vielleicht Drachen mit im Spiel. Aber wie es aussieht, sind die alle tot. Aber ist nicht schlimm. Kamerasteuerung. Ja, das habe ich schon gemerkt. Dass ich mit der Maus die Kamera steuern kann. Das hatte ich aber auch gedacht. So, Nachricht lesen. Angriff. Ja, das habe ich schon gemerkt. Er kann ja nix. Ist das ein Riesenhuhn? Schwerer Angriff nach vorne plus... Ach so. Macht man da... Warte mal. Mist, das war falsch. Das war auch falsch. Ich will den schweren Angriff. Warum kann ich das nicht? Der flattert ja richtig weg. WASD und Shift halten für den Sprint. Ne, Leertaste halten. Ah, Leertaste. Ich dachte, man kann springen vielleicht. Q gedrückt halten zum Fixieren. Ah! Okay. Interessant. Ich meine, man konnte das auch besser mit dem Controller spielen, aber der einzige Controller, den ich habe, der hat einen Wackelkontakt. Deswegen wird es mit Maus und Tastatur gespielt. Ich hoffe, das geht genauso gut. So. Also. Kurz was zum gesagt zum Spiel. Also ich kenn's nicht mehr wirklich, beziehungsweise ich habe es ja noch nie wirklich gespielt. Und rasten, um zu regenerieren. Das machen wir gleich. Und ich würde sagen, ich gehe einfach irgendwie rein und probiere ganz gut zurechtzukommen. Rasten. Ja. Und jetzt? Ich kann auch nur noch verlassen drücken, okay. Wie kann ich... Ach, guck mal. Hä? Ich will das Fernglas benutzen, wie geht das? Hä? Ach, da boxt er! Mit linker Maustaste. Interessant. Das ist immer eine große Tür. Ist jetzt hier der Dicke drin? Ne, wie scheint nicht, aber... Was sind das für rote Blutflecken? Okay. Ja, der kann springen. Kann ich auch springen? Ach so! Pass auf, zäher Feind. Und hier? Die kann ich kaputt machen, wie bei Zelda. Können wir die auch einsammeln und werfen? Das wäre lustig. Boah, hat ja eine Faust, Junge. Der schlägt die kaputt. Hat einer von euch mal gegen eine Wand geboxt? Das tut höllisch weh. Oh oh. Das ist der zähe Feind, ha? Ai, 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 ai. Kann ich nicht einfach weglaufen, da vorne durch die Tür... Ist der fett? Komm hier. Verschlossen! Ach du Kacke! Dann hau ich den. Ja, nice. Mit meinem Mega... was ist das? Ein Schnitzelmesser? Ein Butterbrotsmesser? Okay, komm her. Hi. Ai, 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 ai. Ich brauch Q nicht gedrückt halten. Guck mal, wie cool ist das denn? Ei! Der hat mich getroffen. Ah ja. Was ist denn? Also das wird eine Weile dauern. Das wird eine ganze Weile dauern. Ich muss aufpassen, dass ich immer genug Ausdauer habe, damit ich immer schön so wegrollen kann. Das funktioniert ja praktisch. Das ist ja wie bei, aua. Wie bei, ich kann doch nicht alles ausweichen. Wie bei Outward. Bei Outward ist es ja genauso, aber da hatte ich Magie benutzt. Aber irgendwie verliert er kein Leben. Aha. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Kann ich jetzt...
Wie lange soll man denn gegen den kämpfen? Alter! Ich meine, das Attack-Pattern von denen ist jetzt nicht sonderlich anfordernd. Aber da muss ich weg. Fuck! Shit! Gerade noch... Die Attacke ist gemein. Vor allem, ich habe keine richtige Waffe, ne? Wie soll ich den denn kaputt schlagen? Ich habe kein Schwert. Ich habe so ein Gammelschwert. Gibt's hier was ich vergessen habe? Vielleicht? Kann ich irgendwo anders lang? Gibt's eine Karte? Auf M gibt's keine Karte. Okay. Was steht hier? Das habe ich schon gemacht. Ich kann wieder nach unten, aber das bringt mir nichts. Ich muss irgendwie an dem Typ vorbei. Aber wie? Habe ich ein Inventar? Teleportiert zum Leuchtfeuer. Verlust, Seelen, Menschlichkeit. Finsterzeichen. Ey, ich habe auch so ein Finsterzeichen. Ich bin Stufe 5? Wieso bin ich sofort Stufe 5? Generalschlüssel, Kerkerschlüssel. Ich habe nur einen Schwertgriff. Ja, ich habe so eine Pimmelwaffe. Das ist irgendwie so gar nichts wert, das Ding. Naja. Ja, das bringt mir alles nicht. Ja gut, da müssen wir mal gucken. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oder kann ich denen die Tür aufschlagen lassen? Das Grüne ist... Oh, oh. Warte mal. Da ist eine Tür, die sehe ich jetzt erst. Ach du Kacke. Junge, das ist gemein. Wir gehen durch die Tür. Guck mal, man muss ihn gar nicht bekämpfen. Hätte man einem auch sagen können hier. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier, sehr gut, Leben wieder voll. Nice. Also. Nimm dein Schild. Welchen Schild? Ist hier ein Schild? Was für ein Schild? Ach, da ist der Schild. Der ist ja frech. Okay, jetzt warte ich, bis der nochmal geschossen hat. Leiche plündern. Zielschild. Okay. Also, warte mal. Schwarzer Lebens... Phantom, verwasst du? Hä, was? Ja. Benutzen. Ablegen. Nein, benutzen. Wie kann ich den denn anlegen? Vielleicht... Hier? Ah. Und jetzt, wie kann ich den benutzen? Nachricht lesen. Waffensymbol, Ausrüstung wechseln. Ja, ja, habe ich. Abwehrhaltung. Mit... Ja, aber es klappt hier nicht. Mit links ausgerüstetem Schild. Ja, aber habe ich doch. Also, Waffensymbol. Hier, guck mal. Zurück. Und wenn ich hier den Zielschild hinpacke? Ah! Oh! So geht das also. Ja, so nicht du. Jetzt wirst du weggeschnetzelt. Warum mache ich so wenig Schaden? Kann ich mal eine bessere Waffe finden? Hä? Warte, ich habe das schon mal bei Hand of Blood gesehen. Man kann sich hinter die stellen. Und mit so einer starken Attacke... Ach doch nicht. Man muss nicht eine starke Attacke machen. Man kann auch einfach so draufhauen. Kann ich jetzt mal den Typen hauen? Hör auf die Wand zu schlagen. Junge, das dauert ja ewig. So, nochmal. Also. Hieks! Mitten in den Arsch! Aber gleich habe ich ihn. 100 pro kriege ich seinen Bogen, oder? So, jetzt ins Kreuz. Das tut richtig gut, oh. Einmal eingerenkt. Und nochmal. Los, dreh dich um. Und nochmal.
Aufstehen. Hä? Was war das? Jetzt habe ich 20 solche komischen Punkte bekommen. Okay, und das hier ist? Banditenmesser, ist das besser als meine Kackwaffe? Ja, das war's dreimal so gut. Oh. Und der ist auch richtig schnell damit. Nice. Wo komme ich da hin? Durch den Nebel schreiten, ja, machen wir mal. Ich will da hin. Warum kann ich nicht da hin? Steht hier? Nachricht lesen. Schritt zurück. Ah, okay. Oh, da geht's vielleicht durch. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Jetzt mach doch das Ding da auf, Mann. So, hier gehe ich wieder runter. Okay. Moment, das sieht aus wie der Innenhof, den wir gerade hatten. Eieieiei. Was ist das denn? Hup! Eier, oh! Hä? Hä? Okay. Ich hab ein Schild. Du hast keine Chance, Junge. Nice. So, jetzt habe ich 100 solche komischen Punkte. Verschlossen. Mist. Ich will mich umdrehen, warum geht das nicht? Also ich komme mit der Steuerung an manchen Stellen wirklich nicht gut zu. Oh! Nö. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Ja, bitte. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Oh! Ich hab, was zu saufen bekommen. Und einen Schlüssel. Kann ich den nicht einfach töten? Warte. Gegenstand benutzen. R. Gegenstand benutzen. Ah! Oha! Am Lagerfeuer rasten Estus-Flask füllen. Das ist die Kugel, die mich umgeholzt hat. So, mal gucken. Du bist ja besser sowieso gestorben. Also. Darum. War das gut oder schlecht? Ich hoffe, das war gut. Okay, also kann ich jetzt hier... Oh, nice, ich kann hier rein. Rechte Waffe in beiden Händen ausrüsten. Tritt. Achso, man muss dann nach... Ah, verstehe. Man drückt nach vorne und dann... Nee, hä? Ich verstehe es doch nicht. Sprungangriff. Ich verstehe es nicht. Verstehe es absolut nicht. Nachricht lesen.
Basten belebt die Gegner wieder. Okay. Ich mag das Messer. Das Messer ist gut. Hi. Entspann dich, ja? Junge, ich hab so einen Pfeil in der Brust. Und ich hab fast kein Leben mehr. Ich muss mal aufpassen, du. Warum gibt's hier denn kein Lagerfeuer? Ich bräuchte mal ein Lagerfeuer. Oh oh. Der sieht stark aus. Ich gehe mal zurück zum Lagerfeuer, ja? Ich weiß ja, wo eins ist. Da hinten knurrt er wieder. Der eklige. So. Hier müssen wir runter. Dass die so rumsblättern, ne? Also. Mehr als verlassen kann ich nicht. Jetzt muss ich, warte mal, ein Undead Favorite. Estus, heilt TP, das ist gut. Wo kann ich meine Ausrüstungsgegenstände reinpacken? Habe ich schon? Nee. Vielleicht, warte mal. Nee, so nicht. Ablegen. Reihenfolge ändern. Benutzen. Nee, ich will das hier in so ein Dingens packen. Warte doch mal, Mann. Nein. Ja, ich Steuerungsprobleme. Ich hab's gleich. So, ich will hier hin. Und dann packen wir mal. Okay, das geht nicht. Auch nicht. Und wenn ich das. Das geht auch nicht. Warum kann ich denn da oben keinen? Ich will da oben einen reinlegen. Stehe ich jetzt nicht. Wie kann ich denn? Wie kann ich? So, warte mal. Hier ist hier das Fernglas drin, ne? Das kann ich nicht reinpacken. Verstehe ich nicht. Hä? Wie soll das funktionieren? Fernglas. Warte mal. Okay, ich habe jetzt die Estus-Flaskon da drin. Ach, guck mal. Ich kann hier, wenn ich nach unten scrolle, die beiden immer wieder wechseln. Aber dann kann ich bei oben... Ah, verstehe. Okay, hab's gerafft. Wenn man mit dem Mausrad unten rumscrollt, dann ändert man unten die Items. So, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass hier wieder eine Kugel kommt. Okay, kommt sie nicht. Ach, fertig gemacht hier. Mittlerweile wissen wir ja, dass hier was kommt. So. Und hier haben wir... Warte mal, ich will den hinteren. Oh, voll im Bauch. Ah ne, doch nicht, voll im Brustkorb. Ist nicht schlimm. Ich bin untot. Ich atme irgendwas. Ah ne, war ein Arm. Ich habe mich vertan. Eieieiei. So, jetzt kommt der Dicke. So, mal gucken. Aha. So stark war der gar nicht. Verschlossen, okay. Das heißt, wir müssen durch das dicke Tor da vorne gehen. Warte mal kurz. Parierangriff. Angriff abwehren. Warte. Ist es so? Also. Ach so! Hinter einem Gegner kritischer Treffer habe ich schon geführt. Während des Fallens... Ja, ja, ich erinnere mich. Glaube ich. Oh. Das ist viel besser.
Ach du Scheiße. Dann macht er wieder seinen Fettklos-Angriff. Junge, du musst mal auf Diät. Warte, ich schneide hier ein bisschen. Aua. Au. Mann. Voll die Oberlippe getroffen. Also mit dem Schwert geht's. Damit macht man ja wenigstens Schaden. Ja, und der erste Angriff, den wir halt gemacht haben, der war gut, ne? Aber wir haben irgendwie ein bisschen wenig Ausdauer. Aber mit dem Schwert war es ja jetzt gar nicht schwer. Also mit dem Banditenmesser. Und ich habe gewonnen. Und ich habe Menschlichkeit bekommen, ah ja. Was ist denn da so am Stampfen? Da links oben. Oder? Ist das über mir? Kann ich jetzt hier raus? Blutfleck. Der hat noch irgendwas gekämpft hier. Aha. Gut gemacht, weiter geradeaus. Ja. Das Getrampel hat aufgehört. Aha. Blutfleck berühren. Gegen was kämpfen die hier denn alle? Ich hab hier nichts. Ja, keine Ahnung. Aber, da stand, wir sollen weitergehen. Ich wollte die Nachricht lesen. Fuck, bin tot. Der frisst mich jetzt. Ja, das, was der Ritter gesagt hat, ne? Lordran. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Ich muss noch einen Screenshot machen, du. So, kannst du mal bitte? Nehmen wir den. Wir brauchen ja auch ein Thumbnail für Folge 1, ne? Das wäre geiler gewesen. Machen wir den. So. Oh, da ist wer. Ankunft in Lordran. Ja, Lordran, nett und so. Ja, ich würde sagen, nächste Folge geht's hier weiter, ne? Und damit auch willkommen bei Dark Souls, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt's. Mal gucken, was wir hier so erleben werden. Tschüss.